Hallo Internet, hallo zusammen, hallo. Heute spielen wir mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Bei Steam gibt es momentan, oder auch immer, glaube ich, die erste Episode von American McGee's Grimm. Und ich dachte mir, die Screenshots sehen ganz angenehm aus, das Spiel sieht ganz lustig aus, probieren wir das doch mal aus. Ich habe auch schon, ja gut, die erste Episode ist jetzt echt nicht lang. Ich habe die auch schon mal durchgespielt, möchte jetzt noch einmal euch quasi zeigen und mich meine Meinung dazu loslassen. Wie ihr seht, habe ich den Chapter schon durchgespielt, es sind nur 6 Szenen, die sind alle relativ kurzweilig, aber auch kurz. When a father, thick as a brick, sends his son away to learn about fear, we're right to be skeptical. What can he know about fear and where to find it? True, there's nothing scary close to home. Looks like a child's playpen. Let's fix that, shall we? Und da das Spiel hauptsächlich auf der Geschichte basiert, make it smelly. Werde ich auch zwischen den Zähnen nichts labern. Let's move! Und ich glaube, das ist auch alles so selbsterklärend, dass man nicht, dass ich die Geschichte nicht groß übersetzen brauche. Ja. Ziel des Spiels ist es eigentlich hauptsächlich mit unserem kleinen Anti-Helden namens Grimm durch die Stadt zu laufen, durch die Gebiete zu laufen und einfach nur dadurch, dass wir an allem vorbeilaufen, alles gruselig und schauderig und böse und düster und smelly, squeaky, gross, foul und andere böse Adjektive zu machen. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Ziel des Spiels. Auf Droge macht Zeug ekelhaft. Und wenn er genug Zeug ekelhaft gemacht hat, dann fängt er ins Gebiet rein. Das klingt jetzt nach sehr wenig Gameplay und sehr, 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 sehr simpel im Prinzip. Und das ist es irgendwo auch. Nichtsdestotrotz hat das Spiel eine so angenehme Atmosphäre und so einen putzigen Charakter, dass es irgendwie Spaß macht, alles. Alles gross und alles ekelhaft und klebrig und pappig und dunkel und versifft und voller Tod und Zerstörung zu machen. Und je mehr ihr zerstört, oh Gott, ich hab unglaublich laut, je mehr ihr zerstört, desto mehr steigt euer Stinkometer da oben. Und je höher das steigt, desto größere Objekte könnt ihr verstinken. Und ja, ich bin jetzt kurz vor Gross und wenn ich Gross habe, kann ich glaube ich auch Leute verstecken. Genau. Jetzt habe ich mein Grossometer genau genug gefüllt, dass ich auch die Menschen hier verwandeln kann. Ja, da kann ich mit der Kamera jetzt nicht so genau gucken. Aber die ist der Grafik, sehe ich echt putzig. Der scheint Hühner, die dann gebettet werden. Ha! Eine Atmosphäre, wunderschön. Ach, der liebliche Geruch von schreienden Menschen am Morgen. Das gibt Schöneres. Und wenn wir stehen bleiben, fängt unser Protagonist an, in der Gegend rum zu pinkeln, was natürlich auch sehr schön ist. Es gibt den ganzen besonders faulen Touch. Ich habe irgendwann dabei erwischt, einfach rumzulaufen und Zeug dreckig zu machen. Okay, aber das Spiel hat wahrscheinlich nicht viel mehr Gameplay-Elemente als genau das. Oder fürchte ich auch, liegt auch gerade die Schwäche des Spiels. Und zwar, dass, nachdem immer die erste Episode gespielt hat, glaube ich, nicht noch Geld rein investieren wird, um dasselbe noch 7-mal zu spielen. Weil im Pack läuft man nur durch die Gegend. Und, macht nicht grünes Zeug grün und fröhliches Zeug unfröhlich. Und da das hier alles umsonst war, habe ich mir das auch zugelegt und habe es gerne gemacht, hat mir Spaß gemacht soweit. Aber ich wäre jetzt glaube ich nicht bereit dafür nochmal, ich glaube alle gute Season 1 Pass kostet jetzt was nicht. 3 Euro, 3 Dollar, irgendwas in der Richtung.
Das ist nicht viel, das stimmt. Komm mal sehen. Ja, kommt noch was? Ne, okay. Ich wollte nicht wieder dazwischen labern. Wie gesagt, von der Atmosphäre gefällt es mir unglaublich gut. Die Aufmachung, der Grafikstil, der künstlerische Aspekt hinten dran ist unglaublich toll. Die Welt ist aus einem Guss. Und technisch ist es nicht, reißt keinen vom Hocker. Aber es ist putzig und es ist ja irgendwo. Naja, putzig ist vielleicht auch das falsche Wort, wenn man den Leuten dann zusieht. Aber es ist doch ein sehr. Ja, süßen Comic-Stil und stellt damit sehr nicht süße Dinge dar, wie wir gleich noch genauer sehen werden. Where's the fear? I'll make it stinky. Let's move. Auf der anderen Seite, wenn Leute nicht keine Probleme damit haben, dass das Spiel auch eigentlich vielleicht kein tatsächliches Gameplay haben, sondern einfach nur schöne, ja, geht fast so weit gehen und das Spiel als ein einziges Stück, ein virtuelles Bildkunstwerk, ein virtuelles Painting quasi, das man nicht anguckt, indem man rumläuft, das man genießt, das man nicht ansieht. Und zum Entspannen, zum Zurücklehnen abends einfach ein bisschen ein paar Leute gross und nasty zu machen, das ist vielleicht ganz angenehm. Von der Technik her ist es auf jeden Fall das, was es macht, macht es ganz gut. Es versucht nicht viel zu sein, aber damit hat es ziemlich viel Erfolg. Die Geschichte kommt eigentlich so. Ja, toll. Bing, mein Junge, noch ein bisschen an. Schön. Ja, komm her. Ekelhaft. Ja, das Spiel lebt von seiner Atmosphäre, den lustigen Charakteren. Und wer sich daran allein vergnügen kann, der wird da, glaube ich, seinen Spaß dran finden, gerade da es noch sehr günstig, oder da es allgemein sehr günstig ist. Ja, die Season 1 mit den ersten, da muss ich runter, 8 Episoden oder 6, irgendwas in dem Dreh. Das sind 3, 4 Euro. 2, 3 Euro, glaube ich sogar nur. Ja, und wenn der Preis mich überzeugt, kann ich einfach selber mal die erste Episode runterladen. Make it rotten. Und sonst ausprobieren. Aber mir das zusagt. Spätestens hier habe ich dann gemerkt, das Spiel ist doch düsterer, als was man vielleicht auf den ersten Blick Credit vergeben will. Aber so weiß doch irgendwo Nüsse das Spiel, dann in so einer comichaften Grafik doch so explizit zu sein, was die Grafikdarstellung anbelangt. Und ich finde es eigentlich schade, dass sowas wie Gameplay nicht wirklich existiert. Es passiert, ihr läuft eigentlich nur durch die Gegend und springt ab und zu mal und botzt dann Zeug. Das ist alles, was ihr im Spiel zu machen habt. Hätten wir jetzt noch ein paar Gegnertypen, die versuchen, mich anzugreifen, wenn es eine AP-Leiste und so, das hätte ich irgendein Ziel, außer gerade auszulaufen, dann würde ich sagen, ja, das kann ich auf jeden Fall, dann könnt ihr wieder bedingungslos empfehlen, für die paar Euro, die es kostet. So muss ich sagen, wer für sowas ohnehin schon ein Fable hat, gerade für diesen Stil. So. Twisted Märchenwelt. Dem sagt du was bestimmt zu. Den Rest würde ich sagen, ach, wahrscheinlich
eher nicht so euer Fall. Ne? Ah ja. Der harschen Bewertungen. Lassen wir uns einfach das Spiel ein, nehmen die Atmosphäre auf und genießen noch etwas. Im Endeffekt muss ich auch wieder selber erstmal eine Meinung machen von den Bildern, die ihr seht. Come on, little girl, I'll make you stinky. Ich muss schon sagen, wenn man dann so nach einer Zeit das Level mal so rückwirkend betrachtet, dass man so wandelt hat aus der schönen. Ah, Secret Mansion. Wenn man sich das Level mal anschaut hinterher, nachdem man es dann so zerstört hat, das ist schon. Das ist schon interessant zu sehen. Die Atmosphäre, die dann wechselt von diesem ursprünglich wunderhübschen kleinen Spielplatz, Kindertagesheim, Städten, Schule, Gerät, was auch immer das ist, zu dem, was es dann wird, und zwar dem hier. Das ist schon heftig. Und ja, wie gesagt, also viel zum hätten wir viel machen können. Momentan scheint es mir noch ein bisschen dünn besiegelt. Aber ich wollte mir die Kritik eigentlich sparen und wieder aufs Gameplay anlassen. Bin durch die Gegend laufen. Und Kids, hey, war hier. Das ist so fies. Jetzt sammle ich die ganzen Kinder ein. Oder versauert sie, sag ich mal. Da war die Streichhölzer. Dann dürfte dreimal raten, was mit den Streichhölzern gleich passiert. Wenn ich jetzt irgendwen spoilern will. Hey, Papier. Der macht meinen schönen Schmutz wieder weg. Wie viel muss ich einsammeln? 20, 10 habe ich schon. Schöner Spielplatz. Schöner Sandkasten. Glasscherben drin. Hier noch die Spitzen drin, aber dann wäre es eigentlich komplett. Todesschaukel. Ach, wunderschön. Das wäre ein Spiel, was nach Nagelschmack. Tote, abgestorbene Bäume. Zumindest keine lebendigen Kinder mehr. Nur Streichhölzer. Bäume mit putzigen kleinen Augenäpfeln drauf. Ach, wie süß. Und ein kleiner rumpinkelnder Witzenzwerg, der kleinen Kindern hinterherläuft und sie anfängt und berührt an Stellen, bei denen man es normalerweise nicht macht, und sie somit zwingend ein Leben als Streichholz zu verbringen. Keine Ahnung, warum das genau nach meinem Geschmack ist, aber jetzt ist es öffentlich, ich habe es kundgetan und somit ist es jetzt die Wahrheit. Und natürlich alles, was mit dem jetzt gesagt wird, das wird automatisch zur Wahrheit. Hab ich über die Leute hier. Und den üblen, bösen, Clownen, Professor, Doktor, Lehrer und seinem Pfeilhut. Die haben sich alle gesammelt für mich, das ist aber nett. Hä? Die wurden alle entstreichholzt. Hey, ihr Säcke. Nämlich die Stimme der Kids unglaublich an Charlie the Unicorn und seine beiden Gefährten.
Wenn man sich gleich wieder labern hört, dann... Hello, Charlie. It's a choo-choo-choo. Oh, ich kenne ihn. Jetzt hatte ich schon fast alle Streichhörer, bis jetzt wurden sie mir wieder geraubt. Das kann so nicht sein. Jetzt muss ich ein Stinky machen. Okay. Ich hoffe, es ist nicht ausgebackt. Jetzt, wo ich die Hälfte der Kinder wieder verloren hatte. Also wenn die ganzen Black Metaler dieser Welt mal irgendwann Kinder haben und nicht wissen, was sie mit den Kindern spielen sollen, ich würde sagen, das hier ist eigentlich so die perfekte Grundlage für eine kindgerechte und doch versaute Jugend. Im Sinne von putzigen kleinen Albträumen für jeden. Habe ich jetzt gleich alle? Ne, einer fehlt noch. Und ich hoffe, das ist nicht da hinten, wo hier Make It Stinky auf dem Boden zeigt. Das würde nämlich heißen, dass der Kerl, den ich noch stinky machen muss, durch den Boden gefallen ist und ist da unten festklemmt. Ich hoffe einfach mal, dass das Spiel nicht abgefuckt hat. Es wäre nicht das erste Mal heute, dass irgendwas, was ich spiele... Stop it. Ja, aber es sind erst 19 von 20. Irgendwo muss so ein Kid hier noch rumeiern. Irgendwo versteckt sich einer. Und glaubt, könnte den grimmigen Grauen von Grimm ins Grummen kommen. So wie es aussieht, ist er echt verschwunden. Oder bin ich blind? Verdammt. Ich kann leider auch nicht rennen. Oder mich in irgendeiner Form schnell bewegen. Da hinten ist wieder. Warte, mich das ja sehen. Wenn irgendwo ein Kind hier rumlaufen wird, ein Kind rumlaufen wird, würde es ja so eine helle Sauberkeitsspur hinterlassen. Aber da ist jetzt nicht der Fall. Ich glaube, ich habe echt verschissen. Das ist jetzt relativ schlecht. Wenn sie hinter mir... Oh, ich klemme mich noch an dem Ding fest. Das wäre jetzt echt ziemlich dämlich. Wenn... Das sind alle Kinder, die ich verschwunden wäre. Und nicht irgendwo noch festklemmt. Nope. Ich glaube, das Spiel hat abgekackt. Aber das finde ich ziemlich gut. Aber es wäre auch das Ende des Levels gewesen. Ich würde sagen, da wir das Level schon gespielt haben und jetzt nicht noch 8 Minuten rumlaufen will, das schließt was hier einfach mal ab. Ich habe mal beim Anfang gesagt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, noch mehr von dem kleinen pinkelnden Zwerg sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Ich würde gerne, wenn ihr das wollt, noch ein paar Folgen aufnehmen und aus dem kleinen, ja, so ein kleines Review, dass es anders begonnen hat. Und da lässt sich jetzt tatsächliches Let's Play draus machen. Ich meine, es sind ja nur noch, keine Ahnung, jetzt 3-4 Folgen, die ich aufnehmen würde. Aber wenn ihr den Rest noch sehen wollt, kann ich das gerne machen. Sagt mir nur Bescheid. Ansonsten, ja, schreibt mir eure Meinung zum Spiel, was ihr gesehen habt, wie es euch gefällt. Habt ihr selbst schon gespielt? Was ist eure Meinung dazu? Lasst es in den Kommentaren. Lasst mich daran teilhaben, was ihr darüber denkt. Lasst mich auf diesen Buchhaufen springen. Geht doch. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr Streichhölzer anpinkelt. Ziemlich ekelhaft. Und ja, das ganze Social Media Zeug, ihr wisst schon. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und. Nein, stopp halt. Ich danke euch fürs Zusauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschö mit Ö.